So, willkommen Freunde, hier im Bad Educated High End Studio. Ich bin Charo, das ist mein Bruder McLeod. Beef. Zusammen sind wir das Bad Educated Produktionsteam. Und wir zeigen euch jetzt, wie der Beat entstanden ist. Ich habe den Sample gefunden. Bring das jetzt gerade ein bisschen in Takt, hab das ein bisschen gepitcht, dass das passt. Ein Glockensample. SSDO wird mich wahrscheinlich verteufeln. Dazu gespielt, die Drums ein bisschen fetter gemacht. Jetzt wird noch ein bisschen arrangiert, noch ein bisschen gemixt. Und dann kommt der fertige Track da drauf. Ich hoffe, der Beat gefällt euch. Ich hoffe, der Track gefällt euch da drauf. Peace an Du und Kasse. Alright. Hallo meine Freunde. Blut und Kasse hier, ich bin in den Peak Studios in Würzburg. Ich habe hier zum Beispiel dieses Agro-TV-Ding aufgenommen, das Weihnachtsding. Ja, ich habe einen Vorschlag bekommen von Agro-TV, was fürs Kalendertürchen zu machen. Was für die Kalendertürchen zu machen, Adventskalender-Ding. Und ja, dann habe ich in den Peak Studios angerufen, habe gefragt, ob wir das Ding machen können. Hab von McLeod die Beatspuren bekommen, bin hier hingekommen, hab eingerappt hier. Alles live vor Ort, ist auch hier gemischt worden, gemastert worden. Sehr schönes Ding geworden. Wir haben anschließend dann das Video auch gedreht unter der Autobahnbrücke in Würzburg am Heuchelhof. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt gerade hier, nehme noch ein paar Features auf für ein paar bekannte deutsche Rapper. Und ja, ich habe jetzt auch gerade eben für einen Track mit Pedders, das Freshmaker Album, einen Track aufgenommen. Also mein Teil mit Hook und Strophe. Und bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich kann es euch allen nur empfehlen. Kommt vorbei, Peak Studios Würzburg. Gut und krass. Herzlich willkommen zum ersten Blog Behind the Scenes mit Agro TV. Blut und krass. Und natürlich Peak Studios. Ja, ich will euch mal ein wenig erzählen, was denn so produktionstechnisch bei mir hier abgeht und wie ihr euch das Ganze vorstellen könnt, damit ihr mal so einen kleinen Einblick mit der Zusammenarbeit von verschiedenen Künstlern bekommt. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet und zwar ist es eben der Song von Blut und Kasse für den Agro TV Adventskalender. Ja, wir haben vorher gerade eben schon ein kleines Video zum Making-of vom Beat gesehen von Bad Educated und jetzt zeige ich euch mal was von mir. Also ich fange mal an so, ich habe hier Final Mix, das ist dann die Endspur, die dann zum Schluss rauskommt nach dem Mastering-Prozess. Wir haben hier meine Beatspuren eben von Bad Educated bekommen, alles schön sauber mit Start und Endpunkt, wie man es natürlich auch will. Ich habe mir so ein bisschen geschnitten, um einfach so ein paar DC-Offset-Sachen rauszumachen, die dann noch drin waren in den Spuren beim Bouncen. Kann aber immer passieren, ist auch nicht so schlimm. Dafür bin ich ja da. Ja, dann haben wir hier die Vogelspuren. Leider kann ich euch kein Aufnahmematerial bzw. Videomaterial von den Vocals eben liefern, weil ich das so ein bisschen verplant hatte. Beziehungsweise die Idee zu dem Blog auch erst danach kam. Ja. Dann geht hier alles, wird bei mir geroutet. Ich zeig's euch mal ganz kurz auf meine schönen Gruppenspuren. Ja, schön alles angerichtet. Die wiederum gehen auf meine Ausgangskanäle. Die sind hier. Ja, sind jeweils Mono- zu Stereo-Gruppen zusammengefügt. Die Ausgangskanäle gehen weiter rüber in den Satellite Summing Mixer. Sehr schön, eben mit dieser Silk-Funktion. Neve ist ja auch bekannt für die seitigen Höhen. Ich finde ihn einfach richtig geil, um so eine tiefe Staffelung hinzubekommen.
Vorher aber, bevor das Ganze natürlich in diesen Sammelmixer geht, muss das Signal natürlich auch vom Digitalen ins Analoge gewandelt werden und dafür ist die Rosetta zuständig. Nicht zu verwechseln mit Rosetta, ne? Rosetta von Apogee hat eine geile Funktion, Soft Limit heißt die. Sehr zu empfehlen, wenn du abends richtig knallen soll. Ja, geht weiter dann eben nach der Wandlung in meinen Sammelmixer, in die SBL Master Bay zum Routen auf die einzelnen Effektgeräte. Oben drüber habe ich den Tube Control, der ist im Endeffekt nur für einen Kopfhörer, Lautstärken beziehungsweise auch nochmal die Lautstärke zu regulieren von meinen Monitor Main Speakers. Die seht ihr auch hier im Hintergrund, die C88 von KS Digital. Ne? Ja, dann geht's weiter. Hier in Manly Massive Passive beziehungsweise Drama S3. Jeweils wahlweise schaltbar, wie ich es eben gerade haben möchte, wo ich zuerst eben haben möchte. Ja, und dann wieder in die Wandlereinheit und zurück in Rechner. Ach ja, genau, habe ich euch noch gar nicht erklärt. Genau, das ist hier mein Aphex Exciter Big Bottom. Schalten wir an. Schönes Teil, macht Share, schöne Runde besser. Die RME, lasst euch davon nicht irritieren, das ist im Endeffekt nur meine Vocals, beziehungsweise für meine Aufnahme, wenn ich mal hier eine Vocal-Aufnahme mache, für die Wandlung zuständig, weil die haben sehr, sehr geile Preamps drin, absolut genial, sehr, sehr clean und vor allem auch die Clock-Funktion find ich sehr geil. Ich nehme es nur als Interface-Schnittstelle, wandeln, allem drum und dran, macht bei mir die Rosetta. Ja, jetzt so viel mal dazu. Was kann ich euch noch erklären, beziehungsweise noch zeigen? Ich möchte jetzt aber nochmal vorhin, nein, schon mal gesagt, nicht so sehr auf die einzelnen Punkte eingehen, weil wir haben dazu einen Mixing und Mastering Blog auch auf unserer Webseite zu finden, www.peakstudios.de. Da kommen immer so in Wochen, alle zwei Wochen, so denke ich mal, ist es eigentlich auch angesetzt, die Blogs. Rund ums Thema Mixing und Mastering. In der letzten Woche hatten wir eben Frequenzen säubern. Wie gehe ich mit dem EQ um? Wie sweep ich böse, störende Frequenzen raus? Was brauche ich? Was brauche ich nicht? Also ihr könnt euch auch gerne mal angucken. Super interessant. Ja, da könnt ihr auch viel üben, lernen. Und wenn ihr da weiterhin dran bleibt, kommt definitiv auch noch mehr Material. Das nächste Thema wird auch sein, Kompression. Im Übrigen, sprich, wie gehe ich damit um? Was ist Kompression überhaupt? Was ist Up-Compression, Down-Compression? Das ist eigentlich so mal das, was so rundum was darüber mal grob zu sagen gibt. Das alles Weitere könnt ihr dann im Blog nachlesen. So, dann haben wir hier noch, ich zeige euch mal hier so ein bisschen einen kleinen Einblick. Also ich habe hier mir mal so ein paar verschiedene Gruppenspuren angerichtet. Zum einen einfach mal hier Drums, eine Drums-Gruppe. Hier nochmal eine parallele Kompression auf der Drums-Gruppe, die Hi-Hats, Snare, nochmal die ganzen Drums gesamt, Samples, alle klassischen Elemente, alle Synthes und hier die Vocals und dann hier nochmal so einen kleinen Reverb-Kanal als FX-Kanal zum Zuschalten für irgendwelche Raumstaffelungen. Ja, das ist so im Großen und Ganzen mal alles so, dazu zu sagen.